Sie schließt sich am Arsch der Welt. Auf dem Rücken des Drachens. Das Schwert in der Hand. Rettet. Der Held. Prinzessin Peach und fickt sie endlich durch. Das Mana-Land. Kann ich eigentlich rausgehen, während du da quatschst? Keine Ahnung. Du bist der Held, der von diesem Lied erzählt. Aha, ganz sicher. Ach, hätte ich singen sollen. Gestern sah ich hier und einen weißen Drachen, der mit einer Natte kämpfte. Nehmt den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachen zu kommen. Palas, ich weiß, wo der ist, doch findet erst den Drachen in der Höhle. Danach erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Oh, bitte den Hustler, 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 bitte den Hustler. Hustler, 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 Hustler. Bitte den Hustler. Abturner. Komm, du mein Autoschrei erweitern. Ich find's immer lustig, wenn die alle drei in einer Reihe stehen, ja, und dann so einen Schritt nach hinten rutschen, sind ja. So rutsch mir von der Pelle, Alter! Ja. Oder so, so Telekinesis nach dem Motto, Kassam! Oder sowas. eigentlich wollte ich noch pennen gehen oder so. Ja, nein. Vor allem Leute, guckt euch mal an, hier Strohbetten, ja, und das ist die teuerste Übernachtung, die wir bis jetzt haben. In Strohbetten! Hey, Stroh hält warm. Na, auf Stroh kannst du ganz beschissenen Sex haben. Ja gut. Hab ich noch nie probiert. Ich hab Heuschnupfen, entschuldige. Vielleicht schwört sich gerade sowas an. Nicht wirklich. So Atemnot? Nee. Nee, du. Das soll ich mir unterscheiden kann, ob du gerade am Hyperventilieren oder am Orgasmus kriegen willst. Ja, toll. Wenn der Partner sich dann denkt, schnappt die jetzt nach Luft oder... Also verreckt die oder kommt die? Ich bin nicht gleich smart, weil ich fertig bin. Warte! 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 Okay, jetzt. Ja, toll. Also ich weiß nicht, jetzt hatten wir Sex, auf einmal wurde sie kalt und steif. So eine Nacht zu zweit, heiß und innig, mit Herzrhythmusmassage und Wiederbelebungsmaßnahmen dabei. Ja. Und schon lag dein Vater auf mir und pumpte und schwitzte. Oh Mann, ey. Wenn du denn die Kiste aufmachst. Ich tu mir doch nur wieder weh an dem Ding. Gerade das will ich, ja. Ja, das weiß ich! Menno! Ich bin klein und... Ach nee, doch nicht. Wenn du es niedlich gesagt hättest, wäre es eine glatte Lüge gewesen. Hey, so hässlich finde ich die Zappler gar nicht. Ja, hast du auch einen Plüschtier-Zappler? Nein, leider nicht. Dann weißt du, weil ich jetzt einen Geburtstag schenke. Oh, nee. Lieber ein Pogo... so ein Pogo-Puschel. Ist ja langweilig. Der ist so lame, wa? So Mainstream. Da kennt eh keiner mehr. Jeder, wo das Ding sieht, sagt nur, oh, ein Poring mit Zähnen. Und Ohren. Ja. Und Schwanz. Ach, verdammt. Und Schwanz. Ein Puschelschwänzchen. Und ein Sonic. Okay, aus wie so eine Billigverarbeitung von so einem Sonic. Hier wie diese Billigkuscheltiere, die nicht von Nintendo sind und dann sagen, ich bin ein Yoshi. Ja. Oh mein Gott, du hast den letzten Nintendo gesagt. Jetzt wird's bestimmt lizenziert. Oh weh. Das war genauso, wie mir irgendeiner mal erzählen wollte, dass wenn du irgendwie ein Video Logitech oder sonst irgendwas erwähnst, dass es sein kann, dass dein Video gesperrt wird. Wo ich mir überlegt habe, alles klar, natürlich. Ich nutze eine Razer-Tastatur. So, Razer, jetzt mach mal. Und ich trinke eine Coca-Cola. Oh cool, ich und hab's da ich Angst, da ich Angst vor der Konkurrenzfirma habe, trinke ich keine... sondern eine Lepsi.
Okay, der Spruch war ultra nein, aber irgendwie. Mein Gott, wie steif du das Ding machst hier. Ja, kannst mal sehen, du. Ja, gib mir tierisch einer ab. In deinen Händen wird nicht zu Pudding, ja? Ich glaube, morgen fange ich das Kiffen. Was? Mir war danach. Also. Als ob. Das hätte mich jetzt auch gewundert, aber... Ja, ich kaufe einfach irgendwann so ein Pub, in so eine Holle, der früher drin gewohnt hat, und dann hole ich mir eine Tapete. Sah der Bumerang nicht eben noch anders aus? Ja, der ist auf... Wir haben den doch Dingspunkt, das ist 3, deswegen... Ja, ja, nee, er sah eben die ganze Zeit hier drinnen noch anders aus, bis ich eine neue Waffe genommen hatte. Hm. Ich sehe es ja im Video, ob ich mich irre. Ja, davor war ja diese Scheibe, oder? Ja, ja. Nee, nee. Warte mal, ich gebe ihr, glaube ich, die Peitsche, weil die kann's auch noch trainieren. Glaube ich zumindest, dass sie die Peitsche noch, Ja, ja, nach dem Peitschen. Die hat ja kaum was. Die hat, oh, null. Alles klar. Die hat ja kaum was. Naja, ich sehe schon. Naja, Axt auf 3, ein Speer fast auf 3. Na gut, das geht eigentlich. Ach so, den Speer habe ich jetzt gerade weggenommen. Ach, ist egal. Die 2,5 sind nicht so schlimm. Alter, wie viel Leben hat das Vieh? Das war der lila Launebär. Ach Gott, ja. Wie lang das her ist. Ja. Mit Matti. Ich hab's früher gern geguckt, dass da ist. Ja. Kann ich das so zugeben. Nicht nur du, der kleine Rabe. Ach Gott, der läuft, glaube ich, immer noch. Also wird wiederholt, also keine neuen Folge, wird wiederholt. Aber nee. Ich glaube, der läuft zum Teil noch. Ja, das kann durchaus sein, aber ich fand es halt immer witzig, wie er den dann einfach so gezeichnet hat, ne? Oder Siebenstein. Ja, die ist ja... Da haben sie ja mit der Sendung nicht aufgehört. Da haben sie, glaube ich, neue Schauspieler genommen gehabt und Rudi hatte eine neue Synchronstimme und es war nicht mehr das, was es mal war. Siehe Löwenzahn. Genauso. Ausgelutscht am Ende. Ja, das fand ich so schlimm bei... Ich bin noch mit den Huibu Hörspielen aufgewachsen und so weiter, ja. Und als ich dann diesen Film gesehen habe, dieses... Machwerk voller Hirnwichse, ja, also. Ja, man glaubt gar nicht. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Also nicht lachen in Form von nicht gut unterhalten, sondern lachen in Form von Spott. Ja. Genauso wie ich den Lissi-Film eigentlich nicht so gut fand. Nee, der war nicht so dolle. Das Einfachste, was ich da lustig fand, war halt der Teufel und sein Echo. Ja. Mein Lieblingskomiker-Duo. Badesalz. Richtig. Ja, läuft hier auch hoch und runter in der Playlist im Übrigen. Also teilweise... Ja, mein Freund hat hier seine Playlist, da ist alles drin. Link Park, Freiwild, diverse andere Clips noch und unter anderem auch so Gags von denen. Ich habe ja so ziemlich jedes Live-Programm und Sketch von denen. Hier beim, wie heißt der Film? Mit dem Schweighöfer. Der Schlussmacher, da haben sie auch mitgemacht. Die haben auch beim Sams mitgemacht. Ja, und zwar so eine geniale Szene. Ach, das hab ich da ja noch da war ich zu klein, da habe ich, ja, ich erinnere mich an den Film, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht daran, dass sie da mitgemacht haben. Ja, du kennst natürlich auch die Hörbücher, die Bücher und so weiter, kennst du das sicherlich noch, oder? Ich habe die Bücher nie gelesen. Ach so, okay. Ja, es ist halt so, aber das Prinzip, was im Sams geht, weißt du, ne? Ja, ja, mit den Wünschen und... Genau. Und ist so, dass der eine, dass er mit dem Auto bei irgendeinem ins Wohnzimmer reinfährt und dann,
ruft der natürlich die Bullen drauf, ne? Mhm. Und er wünscht sich dann, dass das Auto weg ist und dass das Loch auch weg ist. Nehmen wir gerade ein Polizeigespiel vom Badesalz. Und dann meint er halt so, sie wollen uns also erzählen, dass ein Auto, dass ein nicht fahrendes Auto durch ein nicht fahrendes Loch durch diese Wand gekommen ist. Vor allem mit so einem Blick und so einem Ton, weißt du, also einfach nur gut gemacht. Naja, mein Lieblings-Basis-Sketch habe ich sogar auf meinem Let's Player-Kanal hochgeladen. Ich glaube, der Stein war es. In der Buchhaltung, falls du es immer gesehen hast. Ist schon eine Weile her. Können wir ja hier verlinken, für den Fall, wer es mal sehen. Musst du mir nur den Link schicken dann? Ja. Ah. Okay. Vor allem irgendwo. Ah, jetzt, ich weiß den Weg jetzt leider nicht mehr so ganz genau. Hey, war hier nicht vorher zu? War das hier? Ja, ja, ich glaube, das war hier. Och nö. Ich hab zwei davon. Ach, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt mich mal. Ey, die haben ihre Tage, dann kacken sie sowas, ey. Ja, ich glaube, ist mit Elektra-Levels, die brauchen wir nämlich gleich. So. Wahnsinn, was ein Schaden. Können wir uns vorher nochmal irgendwo heilen? Nein. Ah. Die verbraucht aber weniger. Ja, wir haben vier Nüsse. Naja, gut, okay. Ach komm, fuck it. Süß. Die machen mehr Schaden als du. Ach komm. So. Und um auf Basis zurückzukommen, ich war auch schon live da.